Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Yggis Kosmos. Wir haben heute ein spezielles Thema vorbereitet. Zusammen mit Jesse von der Sternwarte Aachen reden wir heute über die Sonnenwenden. Und zwar über die Sommersonnenwende und die Wintersonnenwende. Worum es sich dabei handelt und wie diese beiden zustande kommen und was das Ganze mit der Neigung der Erdachse zu tun hat, das erfahrt ihr in unseren Videos. Deshalb verweise ich an dieser Stelle auf den YouTube-Kanal der Sternwarte Aachen, auf dem ihr spannende Videos zum Sonnensystem findet. Und nun geht es los. Viel Spaß! Bevor wir euch in unseren gemeinsamen Videos erzählen, was es mit den beiden Sonnenwenden auf sich hat, sollten wir erst einmal ein paar Grundlagen klären. Wie ihr hoffentlich alle wisst, befindet sich die Sonne im Mittelpunkt unseres Sonnensystems. Sie ist unser Zentralstern, ohne den es auf der Erde ganz schön kalt und dunkel sein würde. Zum Glück gibt es ja aber die Sonne, um die sich unsere Erde, ebenso wie die anderen 7 Planeten unseres Sonnensystems, bewegt. Eine Sonnenumrundung entspricht dabei einem Jahr auf dem jeweiligen Planeten. Im Falle unserer Erde sind es etwa 365,25 Tage. Außerdem rotieren die Planeten um ihre eigene Achse, wodurch Tag und Nacht entstehen. Die Erde braucht etwa 24 Stunden, um sich einmal um ihre eigene Achse zu drehen. Die Planeten, auch die Erde, bewegen sich dabei nicht auf kreisrunden Bahnen, sondern vielmehr auf Ellipsen, also ovalen Bahnen um die Sonne. Das hat zur Folge, dass sich die Entfernung zwischen der Sonne und den Planeten im Laufe eines Jahres immer wieder ändert. Erreicht die Erde auf ihrer Umlaufbahn ihren sonnennächsten Punkt, spricht man vom Perihel. Den sonnenfernsten Punkt nennt man Aphel. Kleine Quizfrage: Wann ist die Erde der Sonne am nächsten? Im Sommer oder im Winter auf der Nordhalbkugel? Im Juli ist der Abstand zwischen Sonne und Erde am größten, im Januar dagegen am kleinsten. Doch wieso herrscht dann im Januar zumindest auf der Nordhalbkugel Winter und im Juli Sommer? Um das zu verstehen, werfen wir einen Blick auf die Neigung der Erdachse. Die Erdachse steht nicht im rechten Winkel bzw. senkrecht zur Umlaufbahn um die Sonne. Sie ist um etwa 23 Grad gekippt. Die Erdachse ist also schräg. Wir haben gerade schon geklärt, dass sich die Erde um die Sonne bewegt. Da sich der Winkel der Erdachse zur Umlaufbahn dabei nicht ändert, treffen die Sonnenstrahlen während eines Jahres in unterschiedlichen Winkeln auf die Erde. Betrachten wir einfach mal die Nordhalbkugel, denn auf der befinden wir uns ja schließlich. Sind der Nordpol und die Nordhalbkugel Richtung Sonne geneigt, werden sie von viel Sonnenlicht erreicht und erwärmt. Es ist Sommer auf der Nordhalbkugel. Ein halbes Jahr später sind Nordpol und Nordhalbkugel von der Sonne weggeneigt, was zu weniger Sonneneinstrahlung, weniger Licht und schlussendlich weniger Wärme führt. Es ist Winter auf der Nordhalbkugel. Für die Südhalbkugel gilt das Ganze übrigens genau umgekehrt. Ihr seht also, dass die Jahreszeiten nicht davon abhängig sind, wie nah die Erde der Sonne ist, sondern ob die jeweilige Halbkugel zur Sonne geneigt ist oder von ihr wegzeigt. Zweimal im Jahr finden sogenannte Sonnenwenden statt, zu Beginn des Sommers und zu Beginn des Winters. Und wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen. Die Sommer- bzw. die Wintersonnenwende ist der jeweils längste und kürzeste Tag des Jahres. Und wie genau ist das jetzt mit der Sommersonnenwende? Um eine Antwort auf diese Frage zu erhalten, gebe ich das Wort an meine Kollegin Jessie. Hallo liebe Fans von Yggis Kosmos. Und vielen Dank an Andreas für die kurzweilige Einführung. Jetzt wollen wir aber mal ins Detail gehen. Und Detail heißt in diesem Fall Sommersonnenwende. Die Sommersonnenwende findet bei uns auf der Nordhalbkugel in der Regel am 21. Juni statt. Sie kann aber auch schon mal auf den 20. oder den 22. Juni fallen. Ausschlaggebend ist, wann die Sonne senkrecht zum nördlichen Wendekreis steht, beziehungsweise wann sie den größten nördlichen Abstand zum Himmelsäquator hat. Einfacher ausgedrückt ist es der Tag im Jahr, an dem für uns Nordhalbkugler die Sonne mittags am höchsten steht.
Während auf der Südhalbkugel zur gleichen Zeit die Wintersonnenwende den Winter einläutet, beginnt bei uns auf der Nordhalbkugel Ende Juni mit der Sommersonnenwende der astronomische Sommer. Für alle Sommerfans hier auf der Nordhalbkugel, die es lieben, noch möglichst lange im hellen Abends draußen zu sitzen und die laue Sommernacht zu genießen, ist die Sommersonnenwende ja schon fast ein Feiertag. Und es kann besonders lange gefeiert werden. Denn es handelt sich um den längsten Tag und die kürzeste Nacht im Jahr. Doch das Ganze hat auch einen Nachteil. Denn ab sofort werden die Tage wieder kürzer und die Nächte länger. Tja, alle Medaillen bzw. Sonnenwenden haben zwei Seiten. Nahe dem Nordpolarkreis wird es zur Sommersonnenwende einen Tag und eine Nacht lang nicht dunkel. Es scheint 24 Stunden lang die Sonne. Naja, außer der Himmel ist bedeckt und vielleicht regnet sogar an diesem Tag und ist total ungemütlich. Naja, also zumindest wird es eine Nacht lang nicht dunkel. Und dieses Ereignis hat natürlich auch einen Namen. Mitternachtssonne oder Midsommer. Doch bevor wir uns mit dieser ganz besonderen Nacht näher beschäftigen, machen wir einen kleinen Exkurs. Ihr habt uns nämlich im Vorfeld zu diesem Video gefragt, bis zu welchem Breitengrad man auf der Nordhalbkugel mindestens fahren muss, um zur Sommersonnenwende einen Tag ohne Sonnenuntergang erleben zu können. Die Mitternachtssonne kann man am Nordpol und innerhalb des Nordpolarkreises erleben. Das ist der Breitengrad 66,5 Grad nördliche Breite. Bis etwa zum 50. Grad nördlicher Breite gibt es zur Sommersonnenwende die sogenannte weiße Nacht. Hier geht die Sonne zwar unter, es wird aber nicht dunkel, da die Sonne knapp unter dem Horizont bleibt. Man spricht dabei auch von der bürgerlichen Dämmerung. Der 50. Breitengrad verläuft übrigens beispielsweise durch Mainz. Doch kommen wir zurück zum Thema Feiertag. Im Norden Europas wird die Sommersonnenwende ordentlich gefeiert. In dieser ganz besonderen, hellen Nacht liegt jede Menge Mystik in der Luft. Berge öffnen sich, Schätze werden sichtbar, die Menschen sprechen sogar die Sprache der Tiere. So erzählt man sich zumindest. Doch Vorsicht! Auch Hexen und Dämonen sind in dieser Nacht unterwegs. Wer eine Portion Glück braucht, der springt übers Feuer. Wer sein Unglück loswerden möchte, wirft ein Stück Holz ins Feuer. So einfach ist das. Während bei uns hier oben die Sommersonnenwende stattfindet, erleben die Südhalbkugler die Wintersonnenwende. Die findet bei uns wiederum kurz vor Weihnachten statt. Die Details erzählt euch der liebe Andreas. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Tschüssi! Das Video von Andreas zur Wintersonnenwende findet ihr auf dem Kanal der Sternwarte Aachen und ich verlinke es euch hier auch. Ansonsten freuen wir beide uns natürlich, wenn ihr uns jeweils einen Daumen hoch dalasst und vielleicht sogar unsere Kanäle abonniert.